Hi Leute, es geht direkt weiter im Haushaltsgame. Ich mache gerade hier diesen Waschmaschinenreiniger. Das heißt, man muss erstmal diesen Spülkasten 30 Minuten in diesen 50 Milliliter, sollte man halt in 4 Liter Wasser, keine Ahnung, ob das jetzt 4 Liter sind. Ich habe jetzt geguckt, dass der einfach bedeckt ist. Und sollte man das jetzt 30 Minuten einwirken lassen. Hallo, jetzt auch nochmal von mir persönlich. Also genau, das müssen wir jetzt einwirken lassen und in diesen 30 Minuten werde ich jetzt ein Brot essen. Denn ich bin gestern auf dem Weg zu DM bei einer Bäckerei vorbeigekommen und habe mir da wieder ein Brot gekauft. Ein richtiges Bäcker, es war eine richtige Bäckerei. Und da habe ich mir ein Brot gekauft. Und das andere, was ich letztens hatte von wo hatte ich das gekauft? Bei Edeka. Das war richtig gut. Und jetzt mal gucken, ob das genauso gut schmeckt. So, da haben wir das gute Brot. Ja, ich muss sagen, das von Edeka sah irgendwie ein bisschen geiler aus. Das war auch hier ein bisschen knuspriger. Aber gut, wir touchen es jetzt noch nicht. Ich muss es erstmal probieren. Ich glaube, das von Edeka mache ich besser. Wisst ihr, was ich vermisse? In Bayern, wir reden jetzt nicht über Brot, sondern über was anderes. Wer meine Vlogs immer geguckt hat, der weiß ja noch meine View in der Küche. Ich hatte ja mein Fensterbrett und da habe ich ja immer mein Stativ mit der Kamera draufgestellt. Und das war so gut, ich habe es so geliebt. Das Licht war perfekt, ich konnte da reden, ich konnte da machen. Und ich habe hier für mich noch nicht die perfekte Position gefunden. Also, was ich gerne mache, ist drüben im Schlafzimmer am Fenster halt einfach, weil da ist auch das Licht sehr gut. Aber man labert halt öfter mehr in der Küche so. Das ist, weiß ich nicht, so eine Küche irgendwie, keine Ahnung. Ich hätte auch immer voll gerne eine viel größere Küche, weil ich bin so ein richtiger Küchenmensch geworden. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, da ist man irgendwie produktiv. Das ist voll komisch, ich weiß es auch nicht so. Aber ich habe auch immer meine Vlogs in der Küche begonnen damals. Und das, weiß ich nicht, ich habe hier noch nicht, ihr steht gerade auf dem Solo-Stream, by the way. Habe hier noch nicht so ein Ding gefunden irgendwie. Sie kommt die ganze Zeit hier um die Ecke. Und wenn ich wenn ich mich hier einmal bewege, dann rennen sie ganz schnell weg. Run as me. Bist du ein Spinni? Bist du ein Spinni? Doch. Du bist ein Spinni. Doch, natürlich. Keine Diskussion. Du bist Spinni. Natürlich. So, Leute, ich mache mir jetzt hier mal auch wieder einen Eiskaffee mit dem Konzentrat von Try Moin. Ich habe jetzt mal was Neues bestellt und zwar Vanille, weil das ist nämlich zuckerfrei. So Leute, ich habe jetzt den Kosten hier wieder eingesetzt. Ich habe jetzt ein bisschen getrödelt die letzten 2 Stunden. Habe jetzt noch All You The One geguckt und jetzt ein bisschen spät geworden. Naja, jetzt habe ich hier alles geputzt und auch hier diese Dichtungen. Aber oh, diese Waschmaschine, es riecht so komisch daraus. Also es wird echt Zeit, dass ich das mal wieder so durchlaufen lasse hier. Ich musste gerade googeln, was die Haupteinspülkammer ist. ja, das wusste ich jetzt nicht. So genau, ich dachte, ist das das Hauptdingens, aber nee, es ist das hier. Und das heißt, ich habe die Dichtung jetzt noch damit sauber gemacht und jetzt muss ich den Rest hier reinfüllen. Ich mache jetzt mal die Tür zu und dann muss man das bei 60 Grad einmal durchlaufen lassen und der Rest muss hier rein. Was nehme ich denn jetzt? Das normale Programm. Ich nehme jetzt dieses Mix. Und dann brauchen wir 60 Grad. Kein Schleudern, oder? Nö. Okay. Ja, ich hatte ja überlegt, dieses komische Gefährt hier wegzugeben, damit hier das nicht mehr steht.
und ich hier den Kotzenbrunnen hinstellen könnte. Jetzt finde ich es aber so irgendwie auch weird, oder? Wenn jetzt hier nichts steht. Sieht irgendwie aus wie so eine komische Lücke. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, wieso ich diese Plotte nicht einfach so breit gemacht habe, dass es bis hierhin geht, das war gar nicht geplant, dass hier irgendwas ist, sondern die Plotte ist übrig geblieben von der Küche. Und es war mir zu schade, die wegzuschmeißen, also habe ich mir einen Tisch draus gebastelt damals. Friends me. Ich brauche einen neuen Filter. Kannst du dich nur erinnern, wo ich das hingemacht habe? Hm? Die hier. Weißt du noch? Wo haben wir das hingemacht? Kannst du dich erinnern? Na scheiße, der schaut nämlich schon immer gut aus. Wir brauchen einen neuen Filter. Ja, wo ist er? Der kann doch nur hier drin sein, oder? Weil da sind ja alle deine Sachen. Der kann ja nur hier drin sein, mein Schatz. So Leute, ich sitze hier jetzt an meinem Schreibtisch, / Schminktisch, und ich habe eigentlich fest darüber nachgedacht, heute direkt die Sachen auszuprobieren. Allerdings bin ich gerade so, wieso eigentlich? Ich gehe eh nicht raus. Also macht es irgendwie keinen Sinn. Ich will mich vielleicht, glaube ich, schon gleich ein bisschen, aber nur Wimperntusche oder so machen, ein bisschen Concealer, um mich ein bisschen frischer zu fühlen. Aber das will ich gerne so in komplett ausprobieren. Eine kleine Miley. Ich höre ein Schnurren. Von wo kommt das? Hä? Von da hinten, Renusmi. Ich höre dich bis hierhin. Als würdest du hier sitzen. Komm her. Willst du nicht? Man hört dich bis hierhin schnurren. Ich benutze in letzter Zeit immer, wenn ich mich so ganz wenig schminke, also wo ich eigentlich fast auch, naja, also wirklich ganz wenig, dann benutze ich sogar immer nur eine BB-Cream als Concealer. Damit es ganz, ganz wenig ist. Das ist die von Fenty Beauty. Die ist auch okay. Aber ich finde, eine meiner Fave BB-Creams ist einfach die hier. Die benutze ich seit Jahren. Die ist richtig, richtig gut. Hier ist übrigens mein Holy Grail Foundation. House Labs. Aber was ich zurzeit nur benutze, also da benutze ich jetzt auch nichts irgendwie, irgendwas anderes, ausschließlich das House Labs Puder. Egal welcher Onloss, ich benutze dieses Puder. Und schon sieht man fresher aus. Ich muss auch sagen, meine Haut ist relativ gut geworden. Generell die letzten Monate, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden damit. Deshalb will ich auch so wenig Make-up wie möglich benutzen, weil das eigentlich keinen Sinn macht. Wenn die Haut gut aussieht, dass ich mir da ewig viel drauf klatsche. Also selbst wenn ich teilweise richtig meine Augen auch richtig doll schminke, lasse ich das Gesicht teilweise richtig, eigentlich so natürlich wie möglich. Und tatsächlich alle meine guten Lippensachen, meine Lippenöls und alle meine Handtasche. Damit ich die immer dabei habe. Jetzt bin ich zu faul, um aufzustehen. Eine Ewigkeit später. Hallo. Hallo. Guten Morgen, mein Schatz. Oh, mein Baby. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hey. Hi. Guten Morgen. Oh. Mimi. Guten Morgen. Guten Morgen. Come here, Mimi. Meine Mimi.
Gütchen mag er mich nicht. Na doch. Hi Leute, es ist der nächste Tag. Ich habe gestern irgendwie gar nichts mehr gefilmt, ist auch nichts Spannendes mehr passiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und gerade, ich bin heute relativ früh aufgewacht und irgendwie einfach aufgestanden. Ich muss heute, beziehungsweise ich nutze jetzt die Zeit, weil ich so früh aufgewacht bin, um eine Story zu filmen. Die brauche ich zwar erst am Montag, aber ich bin eh immer so, ich drehe immer gerne vor. Und das Paket dafür, das war von Ocean Support, das habe ich gestern bei meiner Nachbarin unten noch abgeholt. Deshalb habe ich die Sachen schon und jetzt kann ich da so ein bisschen gleich was machen. Dann ist es nämlich auch schon erledigt. Jetzt werde ich mir erstmal einen Kaffee machen und mich auf den Balkon setzen und erstmal einen Kaffee trinken. Ich habe mich jetzt erstmal umgezogen in diesen neuen Sachen. Und genau, mittags kommt mich dann Rebecca besuchen. Die habe ich nämlich schon seit 2 Wochen nicht gesehen, wegen diesem ganzen Kronk-Sein-Scheiß. Ich habe jetzt mit meinem Haar ein bisschen aufgeföhnt. Ich lasse es mal kurz so auskühlen und dann muss ich das auskämmen und dann binde ich mir die so hoch. Und dann muss ich noch die Story fertig filmen. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen fertig gemacht. Ich habe jetzt tatsächlich heute diesen Eyeliner ausprobiert von Naomi John, weil ich konnte nicht mehr warten. Aber ich kann erst ein richtiges Fazit geben, wenn ich meinen richtigen Eyeliner gemacht habe, diesen fetten, ihr wisst schon. Was ich wahrscheinlich morgen machen werde. Heute habe ich nur so einen kleinen gemacht. Indezent bin ich immer nicht so gut. Aber der erste Eindruck, der ist richtig gut. Also kann man nichts sagen. Ist easy zum Umgehen damit, finde ich. Also kann ich empfehlen bisher. Ich drehe jetzt diese Sachen. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich die Story morgen schon... Die ist schon für morgen eingeplant, nicht bis Montag. Deshalb ist eh voll gut, dass ich es jetzt heute schon drehe, weil eigentlich, ich drehe es immer so gerne vor, weil ich habe das gerne dann schon fertig und dann kein Stress und so. Und deshalb ist gut, dass ich es jetzt eh schon heute mache, weil morgen muss ich es eh schon posten. Also von daher perfekt. Genau, ich mache das jetzt fertig. Es ist jetzt knapp fast 11 und jetzt muss ich nur noch die Sachen abfilmen. Und schneiden kann ich das im Laufe des Tages so ganz easy oder zur Not eben auch noch morgen. Nur dieser Drehteil, der nimmt halt das meiste in Anspruch. Deshalb mache ich das immer gerne schon im Voraus. So Leute, ich bin fertig. Ich habe alles fertig gedreht. Jetzt gibt es erstmal was zu essen. Ein Salami-Brot. Ich muss den Filter unten auswaschen. Er hat schon immer keinen Bock mehr. Geht schon wieder? Nein. Geht jetzt wieder? Nein. Vielleicht jetzt? Vielleicht geht jetzt? Nein. Seine Besitzerin ist verzweifelt. Deswegen auch am besten, wie es immer. Wenn hier wäre, der würde wieder sagen, na, was macht ihr schon wieder hier für Hexen so? Jetzt auch noch die Voodoo-Puppen? Ja!